Okay, gucken wir uns mal ein bisschen um. So, gegen Ende. Später soll. Märkte. Markthalle. Okay. Ist das also. 74er Chateau Tief. Genau das, was wir brauchen, macht nichts zu ertragen. Wenn das so gefällt, trinken wir ihn auf der Rückseite. Nur zur Sicherheit. Das erinnert mich ein bisschen. Erinnert mich ein bisschen an die Kolosseumsmission in Brotherhood. Weiß gar nicht warum. Lafreniere scheint etwas Großes zu planen. Nope. Jungs, nope. Wo sollen wir die denn nur alle lagern? Okay, gucken wir uns mal um. Hier kommt man irgendwo nach oben. Okay, da ist die Alarmglocke. Die sollten wir vielleicht versuchen auszuschalten. Klettersprung, was ist das denn? Achso. Hallo. Bye bye. Ganz übler Hexenschuss war das. Ganz, ganz seltsam. Ich habe immer noch keine Berserker-Pfeile, fällt mir gerade auf. Aber wo? Okay, schlechte Idee. Da komme ich nicht hoch. Warum komme ich da nicht hoch? Ich will da hoch. Mit dem Zeug besiegen wir jede Armee. Die sollen nur versuchen, uns auf. Kann ich jetzt da nicht hochklettern? Alter Finne. Wie komme ich denn da hoch? Und das am besten ohne gesehen zu werden. Über diese Leiter. Okay, cool, interessiert niemanden. Oh, aber das. Okay. So viel dazu. So, da guckt keiner in meine Richtung. So viel dazu. Waffen aus Bayern. Waffen aus Bayern. Das ist natürlich schlimm. Was immer er plant, es ist groß. Und nun weiß ich, wo ich euch finde, Großmeister. Vielleicht etwas unsicher, die so einfach hier rumliegen zu lassen. Die Pulverlager, sie wird auch gehen. Nein, selbstverständlich kann es nicht einfach sein. Was? Ach, Arno, was hast du getan? Oh Gott. Er jagt die ganze Bude in die Luft.
Oh, ich kann nicht aus dem Fenster, verdammt. Gut, da lang. Oh, jemine. Fand ich auch schön, wie sie versucht haben, Stroh mit den Füßen auszutreten. Brennendes Stroh, schlaue Leute. Vielleicht hätte ich das lieber mal geplant. Wäre eine super Idee gewesen, mein Freund. Komm schon, hoch da. Oh, jemine. Wohin, wohin? Da. Oh Gott. Ja, ganz tolle Idee. Alter, was ist das denn? Die Steuerung ist manchmal echt ein Problem. Boah. Sieht ja alles cool aus, fühlt sich auch richtig cool an, aber manchmal macht der Kerl nicht das, was er machen soll. Und nochmal von vorne, jawohl. So lobe ich mir das. Also auf ein neues. Jetzt wissen wir ja, wo es lang geht. Jetzt aber. Darüber. Oh Gott. Okay, schnell hoch da. Welche Richtung? Scheint egal zu sein. Nicht auffallen. Gut. So wurden übrigens die Brüder der Acapulco-Springer erfunden, die Katapulto-Springer, die von explodierenden Scheiben einfach wegkatapultiert werden. Ah, schön. Schön, schön, schön. Sequenz 5, Erinnerung 2. Erinnerung abgeschlossen. Jetzt würde mich mal interessieren, wir sind ja, glaube ich, gerade im Jahr 1791, ob es in diesem Jahr tatsächlich in diesem Gebäude ein Feuer gab. Das würde mich jetzt mal echt interessieren. Vielleicht weiß das ja jemand von euch. So, neues Schnellreiseziel freigeschaltet, also offenbar gibt es auch Schnellreisen. So, Fanservice für die Ladies. Ah, jetzt haben wir ja eine neue Hose an. Jetzt funktioniert der Fanservice nicht mehr. Die sitzt nicht mehr so eng. Bonjour, Mademoiselle. Wir haben 1060 Franc. Okay, wir holen uns mal ein bisschen. Munition ist voll. Medizin könnten wir brauchen.
Und wir brauchen Berserkerpfeiler. Die sind halt, die lassen sich echt was kosten. Die hier auch. Ist echt bitter, also das ist zum Teil richtig teuer. Ich glaube, da sparen wir lieber noch ein bisschen. So, was haben wir hier? Das erste Rätsel lösen, das ist immer noch, also das stimmt mich immer noch so ein bisschen ratlos, wie ich das machen soll. So, da liegen einfach mal die Toten auf der Straße. Meine Gelegenheit, meine Medizin aufzufüllen. Wir sind umgehend zu töten. Was? Schnauze. Den Verbrecher töten. Ich bin immer eine Sekunde zu spät. Der arme Teufel stirbt jedes Mal. Gewürze. Lecker. Gewürze für die Sülze. Wir gehen zu unserer nächsten Hauptmission. Der Prophet. Der Großmeister des Pariser, das sehen wir gleich. Der Prophet, stimmt, da gab es ja auch noch immer irgendeinen Prophet und der Weise und der Prophet und was weiß ich nicht alles. Boah, das wird alles so kompliziert langsam bei Assassin's Creed, da blickt doch keine Sau mehr durch. So, wir könnten natürlich über die Straße gehen, aber weil das viel zu Mainstream für uns ist, hüpfen wir über Dächer und Gemüsestände und bringen Menschen um, nur so auf dem Weg. Oh, ich dachte, Doppelattentat wäre hier ganz angebracht, aber Arnaud war da offenbar anderer Ansicht. Gut, dann treten wir den hier in die Kniekehle und nochmal, weil es so schön war. Und vielleicht... Na, diesmal ins Gesicht. So, bitteschön. Spielen Sie die Nomad-Mission in der Assassin's Creed? Ja, okay, Zeitung kennen wir schon. Die kann mich mit nichts mehr überraschen. Und wir fahren fort, unsere Hauptmission zu suchen. Die auf der Karte überlagert wird von einer Nostradamus-Mission, glaube ich, heißen die Dinger. Nee, von unserem Örtchen. Nostradamus-Rätsel, genau. Da müssen wir hoch. Nehmen wir doch mal ganz konventionell die Treppe. Ach, bitte. Als würde ich die Treppe nehmen. Ich krabbel die Wände hoch, als wäre ich Spider-Man. Wahlweise auch Spider-Schwein. Kommt drauf an. So, der Prophet, der Großmeister des Pariser Ritus, Chrétien Lafrenier, sammelt seine Truppen auf dem Cimetière de... Sein Tod wird den Angriff vereiteln. Belohnungen, Arnauds maßgeschneiderter Mantel. Na, das lohnt sich doch. Es kommt Verstärkung, bevor der Meister hier eintrifft. Wir werden Schützen postieren. Hier steht alles. Erledigt das. Sollen wir mit ihnen gehen? Mit der Leibwache des Meisters? Die kommen schon alleine klar. Du hast recht. Ich suche mir mal ein schönes Versteck, bevor der Rest von denen eintrifft.